Liebes Publikum, ich bin sehr froh, hier zu sitzen mit unserem neuen Chefdirigent Johannes und werden heute ein bisschen über das zweite Abo-Konzert sprechen. Und ich bin da, um vor allem über Richard Strauss Konzertino zu sprechen. Genau, aber vorerst spielen wir ja dann, bevor du mit deinem Bühnenpartner Diego Kenna für den Strauss auf die Bühne kommst, spielen wir von Respighi Antiche Danze d'Aria. Das ist ein Stück, das mittelalterliche Musik eigentlich nimmt, aber in einer ganz romantischen Art und Weise. Sehr, sehr stimmungsvoll, ätherisch, eine Märchenatmosphäre schafft eigentlich. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, um dann nachher den Strauss zu spielen. Ja, ein guter Übergang, weil nachher kommt ja der Strauss. Und das ist wirklich eben märchenhaft, kann man sagen. Das ist ja, baut sich ja alles auf eine Geschichte eigentlich. Die Prinzessin, die Klarinette in dem Fall, und ein Bär soll es wohl sein. Der Fagottspieler ist jetzt hier verkörpert so. Und am Schluss wird er vielleicht so ein Prinz, das ist die Frage. Vielleicht, ja. Und aber bei uns sicher, oder? Ja, also definitiv. Also das ist der... Wird sicher ein spannender, es ist ein spannender Weg, auch bis man da ist, also am Schluss. Es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt. Und ich denke, das Bild passt sehr gut als Übergang auf, weil es auch da neue Klänge, was vielleicht nicht immer so in den ganz, ja, immer wenn man ein bisschen in der klassischen Literatur da zuhört, dann ist es jetzt, kommt hier andere Sachen rein. Und ich denke, das ist jetzt auch im Strauss. Ja, wobei andererseits ja auch, wenn man denkt, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde, weiß ich mehr genau, 1946, da herum, glaube ich, in der Schweiz sogar, dafür klingt es ja dann doch auch wieder sehr romantisch für diese Zeit. Also es ist irgendwie so eine spannende Mischung. Es ist eine sehr spannende Mischung. Ich empfinde das auch so ein bisschen als Wege, ein bisschen... komische Wege vielleicht oder ungewohnte Wege und dann immer wieder kommt man so an eine ganz klare Straße, die man dann, wo man sich so zu Hause fühlt. Das sind dann einfach so klare Harmonien, wo es hingeht, aber dazwischen sehr viel suchend. Und das ist vielleicht so diese Geschichte auch ein bisschen, die suchen ja zueinander, da denke ich. Ja. Und auch die Musiker müssen suchen und auch das Publikum. Wo geht es eigentlich hin? Es ist so ein bisschen so, finde ich. Also auch, das ist ja oft bei Strauss. Ja. Harmonisch sehr spezielle Wendungen, nicht das, was man erwartet, auch rhythmisch. Ja. Und das ist einfach, das bleibt, man bleibt, man muss offene Ohren haben und dann müssen wach bleiben und ich denke auch offen für ungewöhnte, ja, ungewohnte Klänge. Ungewohnte Klangkombinationen. Ja. Und dann doch sich immer wieder freuen können auf die Momente, wo eben dann die beiden wirklich zusammenfinden. Ja, und das sind ja wunderschöne Melodien. Romantisch dann wird, ja. Was ich auch noch spannend finde in dem Stück, was Spaß macht, natürlich für mich, Klarinette, Fagott, wie oft hört man das so als zwei Solo-Instrumente vor dem Orchester, finde ich sehr schön. Ich finde, natürlich spiele ich selber Klarinette, das höre ich natürlich sehr viel selbst auch und das hört man sehr viel auch solistisch, aber gerade das Fagott finde ich sehr schön und mal, dass man das so viel hört. Das ist so ein gesangliches Instrument, wunderschöner Klang und hat so viele Ausdrucksmöglichkeiten und das passt wahnsinnig gut zusammen. Also diese hellen Töne von der Klarinette mit den dunklen, ja, das, ich freue mich sehr. Ja. Sie sagen. Ich mich auch. Ja? Ja, das wird ein Abenteuer. Und dann nach der Pause werden wir ja dann etwas ganz anderes spielen. Linzer-Sinfonie von Mozart. Wenn wir sagen, das ist ein bisschen ein märchenhaftes Konzertprogramm, denkt man zunächst bei Mozart, das hat ja nichts mit Märchen zu tun, aber vielleicht ist es ein bisschen wie ein Märchen, wenn man weiß, dass er auf dem Rückweg aus Salzburg nach Wien in Linz Station gemacht hat und der dortige Fürst ihm dann gesagt hat an einem Freitag, sag mal, willst du nicht hier bleiben und am nächsten Dienstag ein Konzert machen? Und der Wolfgang sagte, ja,
aber ich habe keine Sinfonie dabei. Mach nichts, ich schreibe schnell eine. Ah ja, ja, klar. Und das ist, also das ist dann wirklich ein bisschen wie ein Märchen, also eine märchenhafte Begabung. Auch wenn man bedenkt, dass die Linzer-Sinfonie ist wirklich die erste so groß angelegte Sinfonie mit einer langsamen Einleitung, bedeutsam, maestoso, mit vielen klanglichen Besonderheiten, wo die Bläser, auch das Fagott übrigens, und die Oboe da sehr schön mit eingearbeitet sind in Klangfarben. Mhm. Wirklich eine großartige Sinfonie, die in märchenhaften 4 Tagen aufs Papier gelegt wurde. Fantastisch. Ich freue mich, wenn Sie zu uns kommen am 26. Oktober ins Musicaltheater und dieses märchenhafte Programm, das wir sicher mit viel Herzblut und Enthusiasmus für Sie spielen werden, wenn Sie uns da besuchen. Vielen Dank.